Hallo Leute und willkommen zurück zu diesem Part. Wie ihr seht, stehe ich wieder vor dieser Kabine, habe eben meine Pokémon ein wenig aufgeheilt, aufgeladen, wie auch immer. Und wir wollten gucken, ob da ein Item versteckt ist, aber erstmal müssen wir gegen diesen Matrosen hier kämpfen. Der Verlierer wird Kiel geholt. Los geht's! Naja, dann werden wir mal sehen, ob du Kiel geholt wirst. Macholo Level 20. Holy. Ganz schön stark, die Viecher hier drin schon. Fußkick. Autsch, 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 autsch. Kann ich ja gleich wieder zum Pokémon Center laufen. Vielleicht bringt Schaufler etwas mehr Erfolg. Ja, durch den Volltreffer. Boah, ich freue mich, wenn Glutex so Schlitzer lernt. Ark, von einem Kind besiegt. Hier ist nichts. Hier ist wirklich nichts. Ah, im Bett liegt ein Hypertrank. Okay. Haben wir das Rätsel gelöst? Hier geht's nicht weiter. Okay, dann sind wir hier fertig auf dieser Seite. Und setzen unseren Weg auf der MSN weiter fort. Und zwar waren wir als einziges in dieser Kabine hier, bei den hyperaktiven Jungs. Und jetzt geht's weiter hier lang. Ah, du Rotznase, was fällt dir ein? Ja, dann macht er eine Tür zu. Gentleman möchte kämpfen. Gentleman hat Nidoran männlich. Glutexo ist schon fast besiegt und ich spreche in einer komischen Betonung. Das ist mir voll egal, denn Glutexo setzt gerade Schaufel ein und basht Nidoran männlich mal ordentlich weg. Und so ist es auch, so ist es auch. Und nochmal ein Nidoran weiblich, sollte auch null Problem für Glutexo sein. Leider kann man Schaufel bis 10 mal einsetzen. Das ist echt ein bisschen wenig. Mit AP Plus kann man es ja nur wieder aufpushen etwas, aber... Glutexo erreicht Level 23. Mist, du bist ganz schön gut. Dankeschön, ist hier irgendwas? Okay, hier scheint nichts zu sein. Schade. So, gehen wir in den nächsten Raum. Ah, du bist keine Trainerin. Stuart, ich hätte gern ein Stückchen Torte. Ich bin keine Stewardess. Oder kein Steward. Ah, kämpft ihr? Ich glaube nicht. Ich reise immer mit Knuddelluff. Knuddel? Ach, so eine Kreuzfahrt ist... So eine Kreuzfahrt ist wundervoll und ich kann nicht sprechen. Tausch du Simsala? Moin, moin, du Landrade. Ich bin der Steward auf diesem Kahn. Ja, ruf mich einfach, wenn du einen Wunsch hast. Verdammt. Was? Verdammt, gesprächig bist du aber nicht. Okay. Ich kann das eigentlich nicht, so Dialekte und so. Ich hab's mal versucht. Also eben. Auf meinen Reisen um die Welt habe ich unzählige Pokémon gefangen. Unzählige. Ich kann dir gar nicht aufzählen, wie viele das waren. So viele waren das schon. Und deswegen habe ich zwei. Und vor allem so seltene wie ein Taubsi. Respekt. Ruckzuckhieb. Ja, zieht doch 8 KP ab. Auf Dauer wird Glutexo hier nicht mehr lange durchhalten. Aber das Taubsi hat er immerhin besiegt. Mit nur einmal Schaden nehmen. Ist durchaus okay. Nidoran weiblich sollte, wie gesagt, kein Problem sein. Da ist Glutexo ja Schaufler. Doppelkick. Ist auch eine schöne Attacke. Zumindest am Anfang. Später weniger. Doppelkick. Wer lernt denn Doppelkick? Ja, das Viech. Ich glaube, andere lernen das auch gar nicht so. Nein, ich habe die ganze Welt für diese Pokémon bereist. What the... Für Nidoran... Weibchen... Weiblich und für ein... Taubsi? Die findest du in jeder Ecke. Findest du in Alabaster. Ich bin total in Pokémon vernarrt. Du auch? Ja, vernarrt. Ich war mal, aber ich bin drüber hinweg. Nidoran männlich. Auf Level 21. Na, da, ob da Schaufler ausreicht? Bin ich ja mal gespannt. Ist relativ stark schon. Könnte aber reichen. Reicht auch. Super.
Nidoran wurde besiegt, 270 Erfahrungspunkte und auch der Teenager wurde besiegt. Wow, du bist cool. Ich weiß, ich habe eine Freundin. Wir machen eine große Weltreise. Ach, du kämpfst gar nicht. Actio findet TM08. Was ist ein TM08? Ich weiß das jetzt gar nicht. TM08. Sie enthält Body Slam. Mhm. Brauche ich eigentlich jetzt nicht. Ah ja, okay. Weiter geht's. In die letzte Kabine. Psst, ich bin ein Geheimagent. Ich verfolge Team Rocket. Psst. Auf der MSN wirst du keine finden. Das kann ich dir schon sagen, weil ich es auswendig weiß. So, und hier drinnen finden wir noch ein paar Trainer. Nee, Trainer glaube ich weniger. Nur Köche. Aus dem Weg, du Leichtmatrose! Wir sind schwer beschäftigt! In Ordnung. Ich weiß gar nicht, was man hier alles findet. Na. Ich habe einen seltsamen Ball im Müll gesehen. Ja, den Hyperball wusste ich. Das Ding gibt mir nicht. Es gibt zu viel zu tun. Nie kann ich mich ausruhen. Ich bin der Chef der Cuisine. Der Hauptgang ist Lachsfilet. Eine kulinarische Köstlichkeit sondergleichen. Schnief, schnief. Immer muss ich die Zwiebeln schälen. Echo findet Superball. Ich dachte, ein Hyperball wäre hier drin. Hast du schon von Relaxo gehört? Es schläft und frisst den ganzen Tag lang. Hier ist nichts, bloß Abfall. Was habe ich nur verbrochen? Ich muss immer nur Kartoffeln schälen. Hier ist nichts, außer Abfall. Okay, sind wir hier tatsächlich schon fertig und dann gehen wir mal nach oben, soll es glaube ich bedeuten. Ja, nach oben. Wer bist du denn? Dieses luxuriöse Traumschiff fährt exklusiv für Trainer zur See. In jedem Hafen besuchen uns ausschließlich geladene Trainer. Das ist ja wunderschön. Ich glaube, wir gehen mal hier hoch. Dum, dum. Wer bist du denn? Der Kapitän ist ein Meister des Schwertkampfes. Er unterrichtet sogar Pokémon im Umgang mit dem Zerschneider. Schrei doch nicht immer, du. Okay, ein wildes Trainer. Ahoi, Seemann, bist du seekrank? Ich weiß nicht genau. Könnte sein, muss aber nicht. Ich fahre nicht so oft mit dem Schiff oder kann mich nicht erinnern, dass ich überhaupt mal mit dem Schiff gefahren bin. Vielleicht als ich ganz klein war, aber... So grundsätzlich jetzt eigentlich kann ich mich nicht dran erinnern. Glut zieht mehr als die Hälfte ab, das ist gut. Oder ungefähr die Hälfte. Karateschlag war wieder kein Volltreffer. Irgendwie scheint das nur so bei eigenem Pokémon. Ah, nein! Wenn es jetzt ein Volltreffer ist... Naja, egal. Glutexo kriegt noch das Training mit, was er eben mitkriegt. Und... Solange er überlebt, kriegt er das Training eben und wenn er nicht mehr lebt, dann kriegen die anderen das. Tentacha dürfte er auch noch ohne Probleme besiegen. Dieses nervende Bling, 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 Bling. Ist das eigentlich in den nachfolgenden Spielen immer noch so? Ich weiß es nicht. Versucht Raserei zu erlernen? Nee. Nee, soll eine andere Attacke zugunsten von Raserei vergessen werden? Nein. Raserei habe ich auch nie so verstanden, die Attacke. Du hast Glück gehabt. Gewinnt 510 Pokédollar. Du kämpfst nicht? Brrr, ich fühle mich elend. An der frischen Luft fühle ich mich besser. Bestimmt ein Gamer. Puh, ich werde das Deck wohl nie sauber bekommen. Okay. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Der tarnt sich hier so. Hey, wie wär's mit deinem Tänzchen? Wenn du jetzt eine gut aussehende Frau wärst... vielleicht, aber so ein dicker Matrose wie du... Warum sind die eigentlich alle so dick? Das Spiel aus den USA. Ah, das würde mich wieder fertig machen. Schaufler. Den Karateschlag würde ich, glaube ich, nicht überleben. Und... Ja, das war's leider. Für Glutexo, das ist schade. Aber Pikachu dürfte den Rest ja schaffen. Donnerschock. Reicht aus. Gut. Und ein Mushas. Ja, spätestens da wäre Glutexo gescheitert, aber da hätte ich ja auch gewechselt da. Auf Pikachu.
Wobei es letztes Mal bei einem Mushas gestorben ist, durch genau diese Attacke, durch Superschall. Ruckzuckhieb, komm schon, Pikachu, bitte. Ach, du bist so... Das gibt's doch nicht. Es ist nicht mehr verwirrt, ja? Alles wieder in Ordnung, alles wieder super. Yay, Mushas Level 18 besiegt. Pikachu erreicht Level 23 und ist auf demselben Level wie Glutexo. Ich bin beeindruckt. Ja, das bin ich wirklich. Und du, die auch sehe ich schlecht. Sperrstunde, die Party ist vorbei. Das Schiff sticht bald in See. Ich werde auch bald wieder in See stechen. Okay, dann hätten wir das geschafft hier, diesen Teil. Und ich weiß nicht, wie lange ich schon aufnehme. Vielleicht kann ich ja hier diese wenigen, ich glaube, hier waren nicht mehr viele Kabinen, die kann ich ja noch machen. Auf all meinen Reisen habe ich nie ein solch verschlafenes Pokémon gesehen. Es sieht ungefähr so aus. Ungefähr ist relativ, ne? Ich finde das schon sehr detailliert von dir. Naja, okay. Oh, zwei Trainer. Okay. Schau dir an, was ich an Land gezogen habe. Okay, ein Angler, der auch einen ziemlich dicken Bauch hat. Irgendwie haben die so... Vielleicht standen die Entwickler so ein bisschen auf mehr Pfunde. Ich weiß nicht. Wobei die Frauen ja wieder... Oder Pokémon wurde von weiblichen Frauen erfunden, die ein bisschen auf dickere Männer standen. Weil die Frauen sind ja eigentlich immer dünn. Und die Männer sind irgendwie so gut wie immer dick. Also oft jedenfalls. Ich meine, die Wanderer sind dick, die Angler sind dick, die Matrosen sind dick. Schon irgendwie komisch, finde ich. Naja, wer weiß. Oder sie waren schwul, die Entwickler. Und standen auf mehr Pfunde. Kann ja auch sein. Und an dieser Stelle, nein, ich habe nichts gegen Schwule. Also, falls sich irgendwer angegriffen fühlt oder so. Nein. Das muss man heutzutage ja immer dazu erwähnen, dass man nichts gegen Schwule hat. Ich weiß auch nicht, wieso man was gegen Schwule haben sollte. Aber da jeder das erwähnt, dass er nichts gegen Schwule hat, erwähne ich halt auch, dass ich nichts gegen Schwule habe. Und die, die was gegen Schwule haben, die disliken dieses Video bitte nicht, weil sonst bin ich ganz traurig. Richtig traurig. Naja. Ich finde dieses Thema jedenfalls sehr komisch, dass man sich überhaupt darüber unterhalten muss. Okay, das war's für mich. Tschüss. Ob man jetzt was gegen Schwule hat oder nicht. Ich meine, ist doch was völlig Normales. Im Wettstreit mit der Jugend bleibe ich jung. Okay. Ich meine, ist doch genauso nichts anderes, als wenn jemand auf Füße steht. Oder eben auf Brüste. Oder auf... ja, krass gesehen sogar auf Tiere. Ich meine, es ist schon irgendwo grenzwertig, wenn jemand auf Tiere steht. Aber im Prinzip ist es nichts Verwerfliches. Das Verwerfliche liegt nur daran, wenn man die Tiere zum Sex zwingt, meiner Meinung nach. Weil jeder kann ja das mögen, was er will. Sobald er aber eben jemand anderen zwingt, und sei es ein Tier. Oh nein! Selbstzerstörung hier. Wisst ihr denn... Ich habe den Faden gerade verloren durch dieses Finale hier. Dann ist es was Verwerfliches und was Ekelhaftes. Weil dann kommt es einer Vergewaltigung gleich. Wenn das Tier das jetzt wollen würde, dann würde ich es schon irgendwo merkwürdig finden, keine Frage. Oh, der setzt mir hier ganz schön zu. Aber an sich ist es... Oh, scheiße. Es ist nichts Verwerfliches, meiner Meinung nach. Dann. Aber da man ja nicht weiß, was Tiere jetzt wirklich wollen und nun das so auslegen kann, es ist schon an sich gut, wenn es verboten ist, ne? Ah, da fühlt man sich gleich jünger. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Und ich kann keine weiteren Items aufnehmen. Was habe ich denn hier? Trank, Pokéball... TM34, was ist das? Sie enthält Geduld. Ich könnte mal ein bisschen verkaufen. TM12. Sie enthält Aquaknarre. Nee, brauche ich nicht. Sonderbonbon.
Fluchtseil, Mondstein, Domfossil, Superball, TM11. Sie enthält Blubstrahl. Brauche ich auch noch nicht. Nugget, TM45. Ist Doppelteam? Die Donnerwelle. Brauche ich auch nicht. Angel, Radkupon, Taubtrank, Eta, TM44. TM08, was ist das? Ach, Body Slam war das. TM44 ist Doppelteam. Nee, Erholung. Ja, und jetzt? Habe ich nur noch einen Trank? Nee, drei. Ach, dann werfe ich einen Pokéball weg. Ja. Gut. Helio findet Top-Äta. Na gut, Leute. Klar, wir haben hier noch 1, 2, 3, 4. Okay, wir haben noch eine ganze Menge Kabinen vor uns. Und deswegen sage ich hier mal, stoppen wir diese Aufnahme und sehen uns im nächsten Part wieder. Ich bin in der Zeit zum Pokémon Center gegangen dann und werde meine Pokémon aufgeladen haben. Und dann sehen wir uns am Pokémon Center wieder. Denn ich habe was vor. Bis gleich. Oder bis zum nächsten Part.